Hallo! Willkommen zum Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2! Und jetzt geht's mal weiter. Damit ihr schon lange genug trainiert. Jetzt werden wir mal sehen, ob wir den Arena-Leiter bestehen können. Ob sie jetzt denn mit dem Pokémon überhaupt gereicht sind. Ja. Vielleicht sollten wir dem Pokémon Center vorher noch einen Besuch abstatten. Irgendwie rennt das ein bisschen langsam, aber ja. Damit muss ich halt jetzt leben. Es geht aber echt gerade ein bisschen sehr langsam. Es ging schon mal schneller. Oh, ich krieg wieder eine neue Medaille. Pokémon Center Fan. Ja, ich häng mich voll rein. Ja, wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich den vorigen Part erwähnt habe. Also ich weiß nicht, ob ich den vorigen Part raufladen kann, denn da habe ich ja nur Pokémon trainiert. Und irgendwie nimmt YouTube mein Video nicht an. Beim folgenden Part habe ich auch erwähnt, dass ich ab diesem Part endlich wieder mit Camtasia aufnehmen kann. Und ich finde diesen Arena-Leiter nicht. Nein. Ich bin zu unfähig, in einer kleinen Stadt den Arena-Leiter zu finden. Bin ich so blöd oder ist der wirklich nicht da? Eikeljockentor, sehr witzig. Okay, vielleicht ist er erst in der nächsten Stadt. Und ich habe hier ganz umsonst trainiert. Ja, gegen die alle habe ich hier schon gekämpft. Okay. Nein, ich bin gehen. Okay, da will was von mir. Ein Kind irgendwo ohne auch nur einen Arena-Wagen mit mir vorbei, denn ich hab das hier in der Partei noch vor. Okay, der erste Arena ist anscheinend in dieser Stadt. Ist der hier im Hof? Nee. Ja, ich weiß, mein Pokémon geht supi. Wo ist der erste Arena-Leiter? Jetzt ich bin einfach nur zu unfähig, um ihn zu finden. Gibt's ja nicht. Kann ja nicht weg sein. Also langsam. Echt jetzt. Winter. Im vorigen Part hatten wir einen Wechsel von Frühling auf Herbst innerhalb von einem Pokémon Center Besuch. Das war auch gut. Ich ging ins Pokémon Center rein, da war Frühling, kam raus, es war Herbst. Jetzt habe ich Winter. Wo ist hier der Arena-Leiter? Ich habe eine Idee. Könnte das hier der Arena-Leiter sein? Oh, da habe ich ja trainiert vorhin. Bist du mein erster Arena-Leiter? Nee. Puh, ja, das ist jetzt echt. Muss ich noch weiter zurück? Sehen wir mal auf die Karte. Also gegen das Freundo. Ich habe sicher irgendwo eine Karte.
Elder City. Trainerschule, Pokémon Center. Hausingen, nur Pokémon Center. Elder City Arena. Oh. Ja, ich muss anscheinend doch zurück. Dass er in der ersten Stadt der Arena leitet, ist mir auch neu. Ist mir auch irgendwie entgangen. Mir wäre da nämlich kein Arena-Leiter aufgefallen. Dann zum ersten Arena, nee. Pokémon Center. Also jetzt echt gut für die erste Arena, Alter. So, glaube ich habe ihn. Sieht mir nicht nach einem... Nee, das ist in der Schule. Was ist das hier? Pokémon Arena. Hey Guido. Wartet kurz Pause. So, geht schon weiter. Und Tafel was ist. Sehr nett. Ja, genau. Ja, dann lass uns mal kämpfen. Oh, dreifaches Fragezeichen, ein Herausforderer. Komm in der Pokémon Arena, ich bin Sharon, der Arena. Hey, Sharon ist mein erster Arena-Leiter von Pokémon Schwarz, der ersten Edition. Ja, ich bin hier zum Job hinuntergerutscht. Ah, hineingerutscht. Wie dem auch sei, du musst natürlich in der Arena entsprechend begrüßt werden. Wir haben eine Herausforderung. Nehmt eure Position ein, ihr beiden. Wenn sie beiden besiegen solltet, darfst du gegen mich antreten. Ja, das wird doch kein Problem. Oh, müssen wir mit denen reden? Ja. Ja, dann lasst uns mal kämpfen. Ich will ja auch mal endlich weiterkommen. Denn die ganze Zeit trainieren wird auch irgendwann langweilig. Ein Nagelot. Vielleicht hätte ich doch das Reol über oben fangen sollen. Hier nur normal Pokémon kommen. Aber ja. Vielleicht Level 9. Wir wollten dann kleine Probleme kriegen. Aber Statik von Voltilam wirkt. Nagelotz wurde paralysiert. Und Voltilam besiegt jetzt Nagelotz Level 9. Oh. Darf gleich zweimal hintereinander. Ist der nett. Ne, das wird doch nichts mit dem vorherigen Sieg für Voltilam. Oh, und ein Volltreffer noch im... kurz vorm Tod. Trainieren wir noch Enton ein wenig. Los, Enton! Z-
Steigenlage aus, wer hier der Beste ist. Wolke 7 wird. Obwohl hier keine Wetterbedingungen herrschen, aber ja, egal. Anton setzt krass ein. Oh, Nagelotz gleich mit einem Volltreffer. Aber Anton hat überlebt und Anton gewinnt. Anton erhält 164 E. Erfahrungspunkte. Und Level up. Und endlich Aquaknarre. Endlich eine Wasserattacke. Jockliff. Ja, kämpft nur weiter. Zeig dem Jockliff mal deine Aquaknarre. Dann war's das eh. Warum ist sie denn hier? Aquaknarre. Silberblick. Nicht mehr sehr wirksam, weil ich mit einem Schlag tot bin, aber ja. Meine Umgebung glaubt, meine Verteidigung senken zu müssen. Mir soll es nur recht sein, ich kann ihm da Schaden zufügen in der Zeit. Oh, hätte ruhig noch etwas länger meine Verteidigung senken können. Und wir machen hier Jockliff gegen Jockliff. Wer kläfft am besten? Und bisher. Sein ist so effektiver, aber. Sein ist zwar stärker, aber er hat sehr weniger Leben als ich. Und Jockliff ist jetzt Level 9. Sind beide stark. Ja, das werden wir auch noch. Und vor dem Arena-Leiter gehen wir dann nochmal heilen. Oder nee, ich habe ein Otto eigentlich. Brauche ich nicht heilen. Ich werde den Arena-Leiter dann auch gleich machen. Je nachdem, wie viel Pokémon sie von mir besiegt. Ein Sonnenkern. Kann ich die Gasflüte? Kann ich irgendwo nachlesen? Ach, von hier nur selber aus. Gasflüte. Oh, das wird irgendwas mit Einschläfern sein oder sowas. Schade, dass es abgewehrt hat. Ja, dann wird hier Jockliff gegen Jockliff antreten. Und so wie es aussieht, werde ich höchstwahrscheinlich heilen müssen, bevor ich zum Arena-Leiter gehe. Jockliff setzt Silberblick ein. Weitergeht, wird es ein knapper Kampf, aber er wird sich zu meinen Gunsten entscheiden. Außer er trifft mit seinem nächsten Silberblick ziemlich gut. Der Silberblick hat jetzt meine Verteidigung geschwächt, jetzt könnte ich beim nächsten Schlag tot sein. Aber ja, Jockliff wurde besiegt. Vom Gegner, nicht von mir. Und Level 10. Nagelotz, ja, kämpfen wir bis zum bitteren Tod. Weiß um dein Leben.
Hey, das ist Silberblick, ja. Haben wir auch gleich einen Volltreffer und wir gewinnen sogar diesen Kampf noch. Na ja, schade. Oh, Nagel wird sich zurückgeschreckt durch den Biss. So gewinnt man auch ein Duell. Und Jorklef wird jetzt auf Level 11 aufsteigen. Ja. Dann werde ich hier einfach nur schnell. Trank einsetzen. Für Jörg. Was sind Bären? Geben wir eine Büffelsohle. Und eine geben wir. Potter. Dann nehmen wir Jörgliff noch das Item weg, das er gerade wieder gefunden hat. Das er irgendwann mal gefunden hat. Oh, und Hyperheiler. Und das müsste sich eigentlich ausgehen. Drei Pokémon auf Level 11. Also zwei auf Level 11, eins auf Level 10. Oh, ein erster Kampf des Arena-Attack, eben mit einem der Bestes. Ich gebe mein Bestes und zum Schluss werden wir dann sehen. Das ist also aus Jaren geworden. Oh, Nagelot Level 11. Gegen ein Jorklef Level 11. Vor allem stark. Ja. Und auch sehr effektiv, wenn dein Pokémon zurückschreckt, ja. Na, da läuft jetzt Tech ein. Dann läuft jetzt nochmal Tech ein. Ja, aber nochmal kann ich nicht einsetzen. Denn das war's. Fast. So, wenn es jetzt kein Trank einsetzt, ja, sehr gut. Jörgklef, na kennt weiter Jörgklef. Oh, ein starkes Jörgklef für 13. Oh, Gegner fängt an. Das ist gar nicht gut. Ja, da wird jetzt mal Düsseldorf in den Kampf gerufen. Gleich mal mit Windstoß voll drauf los. Oh, ein Kraftschub, das ist gar nicht gut. Er stärkt seinen Angriff. Einmal, ja. Ich werde es durch diese Sinnelbeere auch gerade noch so ein zweites Mal überleben. Mit einem KP. Falls mir das wieder gleich viel abzieht. Nein. Irgendwie habe ich es doch nicht überlebt.
Ja, ich hätte höchstwahrscheinlich doch heilen sollen. Aber ja, wer nicht scheren will, muss wohl fühlen. Gleich mit einem Schlag kaum. Ja, sehr schön. Volltreffer und Ende. Ja, Benny rannte zu Pokémon Center und bla bla bla. Okay. Dann auf ein neues. Aber diesmal mit etwas gedachteren Zimmerbären für Little Girl. Nein, nicht einsetzen, nicht einsetzen. Geben. Und zwar Jocke. Und wechseln noch schnell. Die Okte fängt gleich mal an ins Kämpfen. So, wo war denn? Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurückrennen. Also wirklich, warum rennt der bis hier rauf ins Pokémon Center, wenn da unten auch rein ist? Nur weil ich da unten das Pokémon Center nicht besucht habe? Ach, echt. Sich deine ganze Mühe extra hier rauf zu rennen, wenn da unten auch ein Pokémon Center ist. Oh, ein ganz wildes Felilio oder wie viel. Ja, es war ein Kämpfchen vor dem richtigen Kampf, kann er nicht schaden. Ich muss sowieso da unten das Pokémon Center und heilen, sonst kennt er sich hier nicht aus und rennt wieder hier hoch. Wenn ich wieder verlieren sollte, wovon ich mal nicht ausgehe, aber ja. Wunder geschehen. Volltreffer auch, wie man gesehen hat. So. Hier ins Pokémon Center. Hier schnell heilen, bla bla bla. Ja. Das kann jetzt wieder etwas dauern. Ja. Ich komme hier bald wieder. Na, komm rein da. In die Trainer, das heißt, ich kann ich ja eh nicht mehr kämpfen. Die wollen ja nicht mehr. Na, komm, Revanche. Diesmal werde ich gewinnen. Aufnehme. Ja, okay, das wird der letzte Kampf, bevor ich aufhöre. Egal, wie ich jetzt verliere oder gewinne. Dieser Part ist schon extrem lang. Der Lotz kann auch Kraftschub, was soll denn das? Ist nicht sehr gut. Na, der Lotz ist zurückgeschreckt. Oh mein Glück, ja.
Und das hätte jetzt aber ruhig sterben können. Jetzt setzt er wieder einen Trank ein. Jetzt kann ich die ganzen Angriffe nochmal machen. Oh, aber wenigstens ist Nagelot zurückgeschreckt. Und es hat mich nur ein einziges Mal attackiert. Und Yoclef ist jetzt Level 12. Rechte Hand zu lernen. Ja. Ja, Silberblick benutze ich sowieso nicht. Den werde ich ja der rechte Hand nie benutzen, aber ja. Schnüffler behalte ich mir mal, weil ich dieses Pokémon wirklich, wenn man wirklich ein Geist-Pokémon sehe, dann ich mir angreifen kann. So, Yoclef Level 12 gegen Yoclef Level 13. Yoclef darf zuerst angreifen. Und das gegnerische Yoclef schreckt gleich zurück. Das ist, das fängt jetzt sehr gut an. So. Für die ich wahrscheinlich in halb. Ein Part, der über eine halbe Stunde lang wird, so. Bring auch nichts mehr aus. Komm! Jetzt nicht sterben, Yoclef! Heil dich mit der Silberbeere, du hast sie nicht umsonst, ja! Und jetzt der Todesstoß! Nein! Überleben! Nein! Kein Volltreffer! Los, Sonnenkern! Schläfer hinein mit deiner Grasflöte. Und tot. Und das sogar ohne Volltreffer. Voltilam, paralysiere ihn. Yoclef ist paralysiert. Warum hat er das nicht gemerkt? Egal, Enton haben wir auch noch. Los, Enton! Setz eine unnötige Wolke 7 ein, obwohl kein Unwetter da ist. Aquaknarre! Überlebst du wenigstens einmal, du bist in Level 8. Kommt ein Volltreffer daher, was man wieder nicht überleben kann. Los, Otaro, der Volltreffer kam gerade, jetzt bist du dran. Zeig uns die Aquaknarre. Und überlebt das Tackle. Oh, Sinnelbeere. Cleverer Einsatz von Sinnelbeere. Und die tödliche Aquaknarre, Yoclef, wurde besiegt. Und Otaro steigt gleich ein ganzes Level auf. Oh ja, das nenne ich einen Pokémon-Kampf. Dieses Fazit ist unser großartiger Kampf. Das hier erreiche ich dir als Anerkennung deiner Stärke und der deines Pokémon-Teams. Der erste Arena-Orden! Sieht aus wie ein goldener Schokoriegel. Wenn ihr erhält von Jaren den Grundorden. Bravo, der Grundorden ist dein erster Arena-Orden, ein denkwürdiger Moment. Besitzt deinen Orden des Folgen auch im Tausch erhaltener Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Das
des Kraftschuh, was ich nicht brauche. Wir sehen, dass der Pokémon Kraftschuh beibringen. Ich setze Kraftschuh im Kampf ein, denn der Angriff wird sich dann gestärkt. Technische Maschinen können sie übrigens beliebig oft einsetzen. In der einen Region gibt es auch 8 Pokémon Arena und folglich auch 8 Arena Orden. Wer als Pokémon Trainer etwas auf sich hält, der muss alle haben. Und nebenbei füllst du so auch noch die Seiten deines Pokédex. Ja, auch ich reiste vor 2 Jahren durch die Lande zusammen mit meinen Freunden um den Pokédex genommen. So, und jetzt noch absprechen, bevor ich das wieder vergesse. Und das sage ich mal, auf Wiedersehen. Und das genau bei 31 Minuten. Also, ciao.